Servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, Kevin Kyler. Und heute gibt's ein Reaction-Video zu Scooter Backflip Face. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich glaube, das wird ziemlich hart und kein Plan. Ich würde einfach mal sagen, wir starten ins Video. Let's go! Guck mal, da kam schon der erste Fail, der zweite. Oh mein Gott, Alter, der ist so kaputt, Mann. Das kenne ich halt. Puh, könnt so schnell das Genick brechen. Hört auf damit, bitte. Das ist heftig, sowas. Oh, Wuppertal. Schwebebahn in Wuppertal. Ach, geh beiseite. Aber jeder Backflip ähnelt sich, außer die Double Backflips. Jeder landet immer so auf dem Rücken oder so, ist so auf diesem Dings hier. Ihr müsst echt aufpassen bei sowas. Das kann echt gut reinziehen. Hey Leute, wenn ihr einen Backflip macht, bitte übt es erst in eine Formpit oder auf eine Racing. Ich würde euch echt wirklich eine Formpit empfehlen, das ist nicht zu Spaß mit sowas. Das ist extrem schwer, Leute. Ihr setzt euer Leben damit ins Spiel, aufs Spiel. Wenn ihr dort einmal auf dem Nacken böse landet, der Nacken kann durch sein und dann seid ihr Def, wisst ihr was ich meine? Es ist Leben und Spiel. Es ist echt nicht lustig. Übt den Backflip erst in eine Formpit und wenn ihr euch dann sicher fühlt, dann macht ihn erst aufs Harte. Wisst ihr, wie lange ich für Backflip gebraucht habe? Wir waren früher in Karlsruhe. So oft, ich habe glaube erstmal Backflip mindestens ein paar Monate dort reingeübt. Und dann habe ich erst auf Harte gemacht. Und seitdem fühle ich mich echt richtig gut sicher bei Backflips oder bei Flares. Ich fühle mich einfach top sicher, ohne Helm, keine Probleme. Klar, Helmsache ist wichtig. Ich lerne gerade immer mit Helm zu fahren. Aber ab und zu halt auch nicht, weil ich bin so ein Fahrer, man hat nicht immer Bock auf Helm. Aber ich würde einfach mal sagen, wenn ihr noch mehr Lust habt auf so Reaction-Videos, zeigt es mir einfach mit dem Daumen nach oben. Wenn ihr mal einen How-to-Backflip sehen wollt von mir, sprengt einfach den Like-Button, ihr müsst nicht mehr machen. Schreibt in die Kommentare irgendwas. Keine Ahnung, was sollt ihr in die Kommentare schreiben? Schreibt irgendwas. Und ja, dann würde ich mich noch über ein Abo freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.